Herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir stehen hier auf dem Rücken des großen Biestes auf dem Weg über die Sternensturzsee in Chrysalis. Ein wahrhaft episches Erlebnis. Und naja, wir haben es jetzt hier mit drei Endgegnern zu tun. Tiefenbrut nennen die sich jeweils, Rang 13 Endgegner. Sturm. Ich habe mir kurzerhand Hilfe geholt, die Jane Löwenherz. Wir mussten natürlich hier den Dungeon jetzt nochmal gerade neu machen, aber das waren ja nur zwei Straßenkämpfe. Ja, ich habe mein Boss-Kartenspiel ein bisschen umgestellt. Tja, müssen wir gucken. Auf in den Kampf, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Drei Sturmgegner. Das haut rein, Leute. Das wird reinhauen. Wenn die fiese Zauber drauf haben, dann ist aber Sense, oder? Ei, wir sind auch nicht als erstes am Zug. Schade, schade, schade. Ich denke, als erstes müssen wir uns auf jeden Fall schützen. Schützen, schützen, schützen. Ich sag jetzt alles dreimal, dreimal, dreimal. Ja, super, direkt mal einen kritischen Anblick ab, Angriff abbekommen. Minus 50%, sehr toll. Sturmgegner als Endgegner sind sowieso richtig kacke. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert und ich habe mich nebenbei unterhalten, zum Beispiel mit der Lisa Schattenflügel. Die hat mich gefragt, ob ich noch mal ein neues Buch schreibe. Ja, das habe ich vor. Aber erst dann, wenn ich wieder Zeit habe. Dafür muss ich ordentlich mehr Zeit haben, denn so ein Buch zu schreiben, das ist wirklich purer Zeitaufwand. Aber von dem Thema komme ich nicht los, auch wenn es wirklich sehr anstrengend war mit dem Buchschreiben, hat es doch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und ja, es ist nichts dabei rumgekommen. Ich habe euch mal erzählt, 18 Euro ist ein Jahr Arbeit am Buch. 18 Euro bekommen. Yeah, geil, aber egal. Es hat einfach Laune gemacht, sich diese tolle Geschichte auszudenken. Kolossia, davon rede ich jetzt. Und ja, Kolossia wird auch weitergehen, falls jemand von euch das gelesen hat. Ich spinne schon die ganze Zeit. Ja, ich kann dazu gerne mal ein extra Video machen. Dieser Schattenflügel zum Schreiben. Das wird auch in Zukunft mal kommen. Nach Wizard 101 alles. Ich spinne die ganze Zeit schon eine Geschichte im Kopf zurecht, die ein dritter Teil sein könnte. Aber ich will da auch gar nicht zu viel verraten. Das macht man nicht als Autor. Einfach gucken, was da kommt und dann lassen wir uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Denn inzwischen hat sich mein Schreibstil auch deutlich verbessert als beim ersten Band von Kolossia. Beim zweiten Band von Kolossia war es ja schon deutlich besser. Und jetzt, wenn es dann noch weitergehen würde, wäre es doch ein himmelweiter Unterschied. Tja, aber ja, jetzt fange ich schon wieder an, zu viel darüber nachzudenken. Ich habe so viele Ideen. Ich meine, ich habe mir damals auch so viele Notizen gemacht zu dieser ganzen Geschichte. So viel Hintergrund, Story und so viele Punkte, wo ich noch ansetzen könnte, eine Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich sehr, sehr komplex alles. Und ja, warten wir mal ab. Harry Riesensänger ist offline oder online. Plus 30, plus 20, plus 25. Oh. Eieieiei. Oh nein, die Nixen schon wieder. Die sind auch wieder dabei. Oh, wie ich die hasse. Ich hasse sie so sehr. Gut, hätte ich gedacht, dass die... Hätte ich gewusst, dass die dabei sind. Die machen mir nämlich... Ich dachte, die machen mir meine Schilde weg. Doch, doch. Ach, die greifen uns auch noch beide an. Zack, weg ist es. Ja, optimal, ne? Sehr gut für das, was ich vorhabe. Boah, die klatzen richtig rein. Ja,
Ist die Frage, ob es reicht, dass ich die Jane mitgenommen habe. Vielleicht hätte ich sogar noch jemanden mitnehmen sollen. Oh Mann, oh Mann. Das sind aber auch wirklich fiese Viecher, ne? So, wir müssen jetzt heilen. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Wir holen noch... wer heilt denn nochmal gut von denen? Hilfen, der gut heilt. Wer ist am besten? Irgendwer von denen war richtig eine Null. Ich glaube, der Affe war richtig schlecht. Oder war der Affe gut? Irgendwer hat uns immer sehr viel geheilt. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe es vergessen, ernsthaft. So, du hast täuschen, du hast täuschen. Dann kriegst du noch... Du noch täuschen. Sollen uns heilen. So, die Faust brauche ich noch. Ich weiß es nicht mehr. Minus 15%. Auch nicht nett. Naja, wir warten es ab. Hier, Sir Lamorak, den habe ich mir auch noch eingepackt. Den wollte ich mal... Komm, wir kaufen den jetzt mal. Wildfeuer haben wir jetzt ja einmal drin. Der wird gleich vielleicht angreifen. Mist, was denn? Shit, dieser dumme Affe da. Dann sollen mal die Gehilfen hier den kaputt machen. Die Gegner. Ey, die greifen alle mich an. Ah, ich hatte noch kritisch geblockt und minus 50% drauf. Das ist schon mal von Vorteil. Da schnüffelt er, der Blöd. Mann, da habe ich es mir wieder versaut mit den blöden Gehilfen hier. Toll! Ah, auch ist gar nicht so schlecht. Aber es hätte besser sein können. Ach, die sind schwach gegen Lebensangriffe. Ja, dachte ich auch. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall mal den ersten Angriff hier starten. Da hier, wie heißt es, den Vulkan. Ist zwar dann komplett ohne Klingen, aber irgendwas muss getan werden. Ne? Irgendetwas muss getan werden. Plus 30, super, danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich trinke mal noch einen Schluck. Das ist ein harter Kampf jetzt hier, Leute. Ich werde gleich mal echt den Sir Lamorak mir holen. Mal gucken, was der macht.
Hatte ich mir den nicht schon mal probeweise irgendwo geholt? Das kann gut sein. Hier, irgendwo mal ausprobiert. Aber egal, ich hole jetzt trotzdem. Ich hole jetzt noch einen Gehilfen. Dann hole ich halt keinen Zöllermocher. Das war nicht der Affe. Der Affe war blöd. Muss ich mir mal merken. Der Affe ist eine richtige Wurst, ne? Okay, Affe, ich nehme es zurück, oder was? Na, prima. Ja, Leute, ich habe hier dreimal den Vulkan drin und dachte, man könnte irgendwie damit was reißen. Ne? Es wird schwer. Es wird diesmal ein ganz anderer Kampf als sonst. Oder es ist schon ein ganz anderer Kampf als sonst. Tja. Tja, müssen wir gucken. Ich habe nicht eine Klinge auf der Hand. Ist ja nicht zu fassen. Täuschen, sehr schön, mein liebes Mädchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil hier bringt es nichts, die drei Jungs da einzeln kaputt zu machen. Wir müssen die alle beseitigen. Weil sonst dauert der Kampf ja eine Dreiviertelstunde oder sowas. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, alle auf den Affen. Sehr schön. Sehr gut. Wie heißt der? Jabari Langspeer. Kritisch! Geil! Naja. Zehntausend! Geil! Da haben wir bald schon einen kaputt! Hammer! So, liebe Freunde! Was hat er jetzt gemacht? Hab ich gar nicht auf... Achso. Der hat nur noch 2000 noch was. Dann gibt es jetzt hier für den noch eine Feuerfalle. Vielleicht ist er dann gleich direkt mal kaputt. 1713, das ist doch schön, oder? Hä? Der hat natürlich hier gerade diesen Astralzauber um sich rum, womit er den Schaden 15% weniger erhält. So, der müsste vielleicht gleich schon kaputt gehen. Das wäre natürlich Bombe. Ja, der ist kaputt gleich. Super. Dann können wir weitermachen. Den brauchen wir nicht. So, 8000, 9000. Kriegen wir mit zwei. Ja, das kriegen wir alles noch. Das kriegen wir alles noch hin. Ja, ich bin wieder zuversichtlich. Haha. Ja, ja. Ja, ja. Freude.
Hört ihr die Freude in meiner Stimme? Manchmal macht das Spiel echt noch gut Spaß, ne? Muss ich schon sagen. Manchmal auch nicht. Wie bei jedem Spiel, ne? Es gibt Spiele, die ziehen sich stellenweise wie Kaugummi. Ich spiele jetzt gerade offscreen, einfach so für mich, weil ich schon seit Jahren sage, ich will es endlich mal spielen, aber dann nur Let's Playen. Naja, da ich mit dem Let's Playen hier eh nicht so richtig vorankomme, ich gedacht, komm, weißt du, Junge, jetzt spiel's endlich mal. Jetzt spiele ich einfach so offscreen Portal 2. Nachdem ich den ersten Teil vor etlichen Jahren gespielt habe, cool fand, wollte ich jetzt endlich mal Portal 2 aus meiner Steam-Bibliothek spielen. Und spiele das jetzt einfach so, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Kann ich auch gut spielen, wenn die Kinder dabei sind, weil es ja einfach absolut nicht brutal ist. Und es ist ein tolles Spiel. Viel mehr als einfach nur ein Rätselspiel. Es ist einfach eine schöne Geschichte und toll synchronisiert, gute Dialoge. Einfach gut. Was haben wir da? Was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist... Ende der Folge. Geil. Das ist ja mein Feuerzauber, den ich irgendwann mal bekomme. Top, oder Leute? Läuft besser, als ich dachte. Gut, Affe. Du bist ein gutes Äffchen. Kriegst gleich auch ein paar Leckerli. So, wir beenden jetzt die Folge. In der nächsten Folge geht's weiter. Denn sonst komme ich nicht hin mit der Zeit. Macht's gut. Ciao.